Das war der Entwurf zur grünen Küche mit echtem grünem Leder, die wir im Februar 2012 auf Facebook vorstellten und gegen Veganer und Putzfanatiker verteidigten. Amelie hatte die Idee, aus dem gleichen Leder auch noch eine Schürze zu machen. Na klar, wenn wir die Schürze machen, magst du dann unser Model? Unsere Jungs haben die Küche aus dem Kirschbaum aus Lilling gebaut und in unserer Ausstellung montiert. Und gleich danach haben wir mit Amelie und Annemarie das offizielle Video, aber auch das Making-of gedreht, das noch viel lustiger wurde. Denn zum ersten Mal konnten wir eine Küche auch von ganz oben filmen. Beinahe hätte sie ja der elektrische Oberschrank von der Arbeitsplatte geschubst. Dann war die Küche auf der Hersburger Gewerbeschau. Sie war auf der Consumenta, wo wir den Teilnehmerinnen zur Miss Frankenwahl kochten. Und sie war natürlich auch auf der Bio-Erleben in Nürnberg, wo sich die besten Köche den Kochlöffel in die Hand gaben. Sie bekam sogar ein paar Seiten in einem ökologischen Country-Magazin, Landspiegel. Im Februar 2015 beschlossen wir, die Küche für die nächste Gewerbeschau zu ändern. Die Künstlerin Ute Scharrer malte uns eine neue Glasfront und wir tauschten grünes gegen schwarzes Leder. Zufällig passte sie mit ganz kleinen Änderungen in den Raum von Familie Riedl. Was trinkt denn zu den Chips? Und dort freuen sich seit der Montage alle über ein neues Stück Lebensqualität im eigenen Haus. Was zu trinken, nee. Ja. So, bitte, wir warten auf die Chips. Wir haben gemeinsam auf die wunderschöne neue Küche angestoßen, aber vor allem auf die liebe Gina, junge mexikanische Architektin, die der Liebe wegen nach Deutschland kam und nicht zuletzt aufgrund der Jobsuche und unserem Nachhaltigkeitsblog in Deutschland bleiben darf. Deswegen haben wir den Lieber gekauft, weil wir die Chips sind. Wir sagen herzlich willkommen und wünschen viele transatlantische Kocherlebnisse in der neuen Küche.